willkommen. Mein Name ist Matthias von akustikgitarrelernen.de und Mats Gitarrenkurse. Und heute wollen wir uns den Riff zu La Bamba anschauen. Vielleicht ein bisschen ungewohnt, Einzeltöne auf der Ukulele zu spielen, aber mit ein bisschen Übung sollte das ganz gut gehen. Und damit ihr mir ein bisschen besser auf die Finger schauen könnt, hole ich die Kamera ran. Bis gleich. Die Einleitung hat zwei Teile. Die Einleitung hat zwei Teile. Und zwar der Riff von dem Song hat zwei Teile, beziehungsweise wird in zwei Variationen gespielt. Wir haben einmal sozusagen den Einleitungspart. Der Riff von La Bamba hat zwei Variationen, nämlich einmal sozusagen den Einleitungsteil und dann während des Songs. Der Einleitungsteil geht dann so. La Bamba hat, der Riff von La Bamba kommt in zwei Variationen vor. Ja, einmal am Anfang und einmal als fortlaufender Riff im kompletten Song. Der Einleitungsteil sozusagen oder die Einleitungsvariante, sagen wir es eher so, geht so. Das wäre der Einleitungspart. Und dann haben wir als durchlaufende Variante. Das war natürlich jetzt viel zu schnell. Das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Also, wir fangen an mit einem Auftakt auf 3 und. Wir zählen also 1, 2, 3 und 4 und. Ja, und da spielen wir dritte Saite leer, also die Note C, dann kommt D und dann kommt E. Ja, also, leere Saite, dritte Saite, zweiter Bund auf der dritten Saite und die leere zweite Saite, das E. Mal nur die drei Töne. 2, 3 und 4 und 2, 3. Es gibt jetzt für die rechte Hand gibt's zwei Varianten. Entweder mit Fingern spielen. Ich spiele es jetzt gerade mit Finger. Man kann es aber auch mit Plektrum spielen im Wechselschlag. Wenn man es mit Plektrum spielt, dann würde ich mit einem Aufschlag anfangen, weil wir auf und anfangen. Und wenn wir auf also wir versuchen ja immer die sogenannten Downbeats, also die Schläge, also 1, 2, 3, 4 innerhalb eines Taktes mit einem Abschlag zu spielen und die sogenannten Offbeats, also zwischen den Schlägen, mit einem Aufschlag. Und da wir mit auf zwischen dem Schlag anfangen, also auf 3 und, würde ich hier mit einem Aufschlag anfangen beim Plektrum. Wenn man mit Fingern spielt, ich nehme Zeige und Mittelfinger, dann ja, einfach die Saiten anschlagen. Ja? Also, nochmal, also, C-Saite, zweiter Bund C-Saite, das D und dann die leere E-Saite. Ja, also, 2, 3 und 4 und dann kommt F, die 1. Ja, also, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und 4 und 1. Dann kommt die leere A-Saite. Dann kommt das C im dritten Bund auf der A-Saite, also auf der ersten Saite. Und dann im ersten Bund auf der A-Saite das B, also B, B, B-Flat, wie auch immer man das nennen will. Von vorne bis dahin wäre es dann. Und da haben wir jetzt 3 Achtel. Dann kommt ein Viertel, 2 Achtel und wieder eine Viertel. Also 2, 3 und 4 und 1, 2 und 3. Nochmal. 2, 3 und. Nur bis dahin. 2, 3.
Wörter zeigen. Ja, bin jetzt selber rausgekommen. Nochmal. 2, 3. Erster Bund, dann leere Seite. Und dann dritter Bund und erster Bund. Noch einmal. Und 2, 3. Und dann gehe ich mit dem kleinen Finger in den fünften Bund auf der ersten Seite, auf der A-Seite. Da haben wir das D. Und dann gehen wir zurück zum C, da nehme ich den Mittelfinger. Ja, also von vorne bis dahin wäre dann 2, 3. Nochmal 2, 3. Und nochmal 2, 3. Ich denke, das dürfte bis dahin klar sein. Dann schlagen wir wieder die leere A-Seite an. Quatsch, was sage ich denn? A-Seite, C-Seite natürlich. Dann haben wir die leere E-Seite. Und dann dritter Bund auf der E-Seite, auf der zweiten Seite, das G. Ja. Und da fangen wir eben auf 1 und an. Ich spiele es mal vor. Das wären dann 2, 3 von vorne. Und halten 1 und jetzt und 2 und ja nochmal und Töne gespielt haben, greifen wir im ersten Bund auf der A-Seite, auf der ersten Seite eben wieder das B-Flat, schlagen das zweimal an und dann kommt die leere A-Seite, also die erste Seite und im dritten Bund auf der zweiten Seite, auf der E-Seite das G. Ja, nochmal von vorne, 2, 3 bis dahin und was wir jetzt haben, ist eigentlich sozusagen der Riff, der die ganze Zeit durchläuft. Das heißt, dieses das ist das, was die ganze Zeit über dann durchläuft. Jetzt spielen wir es einfach von vorne bis dahin ein paar Mal. 2, 3. Ja, nochmal. 2, 3. Jetzt versuchen wir mal, das so im Kreis zu spielen. Das heißt, wenn wir hier gespielt haben, dann geht es wieder von hier los.
wir das mal. Wir machen es von vorne mit dem Auftakt und dann spielen wir es im Kreis, aber langsam. 2, 3. Schneller wäre es dann eben 1, 2, 3. Zeit, bis man dahin kommt. Einfach immer wieder üben, am besten mit Metronom und dann wird es schon. Ja, was uns jetzt noch fehlt, ist eben dieser Schlussteil von der Einleitung. Das wäre dann eben, wir fangen wieder von vorne an, wäre dann, das kennen wir alles. Jetzt der Anfang, den kennen wir auch noch. Und jetzt kommt, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich eben eben hier am Schluss diese Achtel gespielt habe. Hm? Machen wir es gerade nochmal. 2, 3. Alles bekannt. Kommt der neue Part, erster Bund auf der zweiten Seite, das kennen wir alles, leere Seite, erste, dritter Bund, erster Bund und jetzt geht es direkt weiter, fünfter Bund und dritter Bund. Ja, nochmal, 2, 3. Ups. Die Einleitung bis dahin gespielt habe, also im zähle ich quasi auf 1, 2, 3 und oder 1, 2, wenn ich einen halben denke und fange dann wieder an. Ja, also es werden nochmal, also im Thank you.
alle Strophenriff rein. Ja? Mach es mal zusammen, langsam bis dahin. 2, 3, also den Übergang. Normales Riff. Jetzt ist der Schlussteil von dem Riff. 1, 2, 3. Ja, tun wir den Riff nochmal zusammen ein bisschen üben. Ich habe das Metronom auf Tempo 72 eingestellt und das wäre dann so. Probieren wir es zusammen. 1, 2, 3. Wir gehen auf 76. 1, 2, 3. Tempo 80, 1, 2, 3. Und Tempo 84, 1, 2, 3. Und 88, 1, 2, 3. Und Tempo 92, 1, 2, 3. Noch einen Tick weiter, 96, 1, 2, 3. Und wir machen noch 100 zum Schluss. 1, 2, 3.
Ja, ich hoffe, dass der Riff zu La Bamba auf der Ukulele klar geworden ist. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt, Einzeltöne auf der Ukulele zu spielen. Aber es ist einfach eine ganz nette Herausforderung und es macht ja dann auch Spaß, wenn man zu zweit eben den Song spielen kann. Der eine spielt die Akkorde, der andere den Riff. Das gibt einfach ein bisschen mehr Pep dem Ganzen. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird es in der nächsten Zeit noch einiges tun. Und damit steht ganz viel Spaß mit dem Riff, mit der Ukulele überhaupt. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!